strecken. Weiter so, ja, nicht nachlassen. Das ist gut für die Schenkel. Und die Hüften kreisen lassen, meine Damen. Gut so. Und jetzt alles im doppelten Tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Los, los, schneller. Es muss wehtun, meine Damen. So richtig wehtun. Erst dann wird es gut. Weiter, weiter. Keine Müdigkeit vorschützen. Nicht nachlassen. Ah, großartig. Toll. Ich bin stolz auf euch. Auf jede Einzelne. Na, erschöpft. Wenn Sie noch Kraft haben, schleppen Sie Ihren Luxuskörper rüber in die Umkleidekabine und machen sich frisch für Ihren Schatz. Morgen sehen wir uns wieder in unserer kleinen Folterkammer. Sie haben mich geschafft. Ciao. Al, ich muss sagen, ich bewundere Sie. Ferdi hat völlig recht, Sie sind die fleißigste von uns allen. Obwohl, ich finde, dass Sie eigentlich schon ein bisschen zu dünn sind. Wie haben Sie das eigentlich so schnell geschafft, hm? Was? Na, dass Sie so dünn sind. Na ja, Diät und Gymnastik. Ah, genau wollen Sie es nicht verraten, ha? Ich kann Ihnen nur raten, sich nicht immer so voll zu stopfen. Alan, was haben Sie denn? Nichts. Gar nichts. Lassen Sie mich in Ruhe. Gehen Sie bitte. Setzen Sie sich doch einen Moment. Nein. Es geht mir gleich wieder besser. Alan! Alan! Was ist passiert? Was haben Sie denn? Das war ein kleiner Schwächeanfall, deswegen muss ich doch nicht gleich ins Krankenhaus. Wegen des Schwächeanfalls nicht, aber möglicherweise wegen einer Gehirnerschütterung. Sie haben eine ganz schöne Delle am Kopf. Doktor, stimmt etwas mit dem Blutdruck nicht? Er lässt sich etwas schwer ablesen. Vielleicht liegt das aber auch nur am Gerät. Ihr Puls ist etwas unregelmäßig, Miss Michaels. Haben Sie Probleme mit dem Herzen? Nein. Nehmen Sie Medikamente? Nein. Überhaupt keine? Ich habe doch gesagt nein. Kann ich Ihnen helfen, Stanley? Nein, danke, Gates. Schwester Brancusi, machen Sie ein Blutbild und ein Elektroenzephalogramm. Gonzo Gates? Alan? Gonzo! Alan Michaels, das darf doch nicht wahr sein. Ach du Heilige. Aber du hast dich ja inzwischen ganz schön verändert. Ja, schlanker geworden. Nicht wiederzuerkennen. Als ich 10 Jahre alt war und Alan 12, hat mich Herbie, ein Klassenkamerad, immer verprügelt und sie hat mir beigestanden. Wie denn? Sie hat sich einfach auf ihn gesetzt. Ich war so dick, dass ich jeden platt drückte. Jetzt scheinen Sie aber keine Gewichtsprobleme mehr zu haben. Nein, Gott sei Dank nicht. Moment mal, nehmen Sie Appetitzügler oder sowas? Nein, nicht mehr. Aber Gonzo kann sich bestimmt noch erinnern, dass ich der dickste Pummel im ganzen Viertel war. Ja, ich war wahnsinnig verliebt in dich. Besonders, wenn du dich auf Herbie gesetzt hast. Wenn Sie nichts dagegen haben, möchte ich jetzt die Untersuchung fortsetzen. Ich habe den Krankenbericht gelesen. Was war der Grund Ihrer Ohnmacht? Genau das möchte ich herausfinden. Ich bin ja schließlich kein Hellseher. Entschuldigen Sie, Stan. Bitte. Bis später, Anne. Auf Wiedersehen. Gut. Unsere Mannschaft hat hart trainiert. Jeder Mann ist in Topform, Dad. Was? Ach, du meinst, ich bin zu dick? Ich habe ein paar Pfündchen Übergewicht? Ja, ich werde es versuchen, aber versprechen kann ich nicht. Ja, Sir, mach ich. Gut, 10 Pfund. Keine Affäre, Dad, die müssen weg. Okay. 10 Pfund? Aha. Ja, Dad, mach ich. Wiedersehen. 10 Pfund? Besonders um die Hüfte. Bis zum Spiel soll ich mindestens 10 Pfund abnehmen. Was für ein Spiel? Na, das Spiel. Das große Wohltätigkeitsspiel gegen das Bay General. In einer Woche ist es soweit. Oh, das ist doch kein Problem. Ist ganz einfach. Diät, Training, ein bisschen Energie. Ernestine Schubia, die könnte Ihnen helfen. Die arbeitet ein Programm für Sie aus. Ich brauche keine Hilfe, John. Training, Diät, ein bisschen Willenskraft genügen völlig. Wie ist denn Ihre Kondition? Was ist mit Ihrem Suppenknochen? Suppenknochen? Ja, der alte Suppenknochen. Ihr Arm. Ich wollte, dass Sie auf der linken Seite spielen. Sie sind doch ein hervorragender Werfer. Aber wenn Ihr Arm noch immer nicht in Ordnung ist, dann... Stanley, nehmen Sie die ganze Sache nicht ein bisschen zu ernst. Ja, natürlich. Und wie? Dieses Wohltätigkeitsspiel hat mein Vater organisiert. Das müssen wir gewinnen. Wer ist denn das? Entschuldigen Sie bitte, das sind besondere Mitteilungen. Die sind nur für uns Ärzte. Dr. Riverside, das ist Dr. Robert Edson. Sie sind der Dr. Edson? Ich kenne sonst keinen anderen Tanktrapper. Ich habe Ihr Buch in einem Rutsch gelesen. Ich bin begeistert. Das Beste, was ich je über Fettleibigkeit gelesen habe. Danke. Sehr schmeichelhaft. Ich würde mich gern mal mit Ihnen über die metabolische Azidose unterhalten. Vielleicht später mal. Ich muss jetzt zu einem Vortrag. Hier,
Meine Karte. Vielleicht rufen Sie mich mal an. Oder besser, ich komme morgen wieder her und dann unterhalten wir uns. Hat mich gefreut. Danke, Dr. Edson. Ein guter Mann. Wäre zu verwenden. Eine Koryphäe. Welche Position? Praktizierender Arzt mit Belegrecht im Krankenhaus. Nein, welche Position beim Baseball? Herein. Ellen Michael? Richtig. Ich habe den Auftrag, das alles abzugeben. Ein Koffer voller Kleider, ein Fotoalbum Trautes Heim, Tasche aus dem Gymnastikstudio und eine Begonie im Topf. Danke. Ach so. Und noch was. Diese Lieferung gefällt mir am besten. Vielen Dank. Weißt du was? Ich glaube, du bist ein bisschen verrückt. Und ich glaube, du bist eine Schwindlerin. Du siehst kein bisschen krank aus. Bin ich auch nicht. Die wollen mich nur zur Dekoration hier behalten. Haben sie dir schon gesagt, was du hast? Unregelmäßigen Puls, zu hohen Blutdruck, zu niedrigen Kaliumspiegel. Sie machen noch einige Tests. Soll ich meine Reise verschieben? Kommt nicht in Frage. Das ist geschäftlich also wichtig. Ich fliege aber nur sehr ungern nach Europa, während du im Krankenhaus bist. In ein paar Tagen bin ich wieder draußen. Dann komme ich dir nach und wir treffen uns in Amsterdam. Ja, ich weiß nicht, ob das so vernünftig ist. So ein langer Flug kann sehr anstrengend sein. Willst du mich nicht dabei haben? Selbstverständlich will ich das, aber ich will auch, dass du schnell wieder gesund wirst. Weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, du willst allein sein. Lassen Sie sich nicht stören, ich bleib stehen und schaue ein bisschen zu. Komm rein, Gonzo. Dr. Gates, das ist mein Verlobter Scott Nelson. Verlobter? Gratuliere, wann ist denn die Hochzeit? Termin haben wir noch nicht festgelegt. Aber du kannst mir glauben, es wird bald sein. Wegen Gonzo wollte ich das Fotoalbum, Scott. Wir kennen uns seit unserer Kindheit. Sie werden es nicht glauben, aber sie war mein Leibwächter. Ich will sie nicht weiter stören. Nein, nein, sie stören nicht. Ich muss leider geschäftlich nach Europa, Doktor. Und lass Elle natürlich ungern allein. Ist das zu verantworten? Wenn du die Reise absagst, musst du zur Strafe die Begonie essen. Und die schmeckt nicht. Ich passe auf sie auf. Danke. Ich rufe dich morgen früh an. Ist er nicht wundervoll? Sie sind einer der typischen, engstirnigen, autoritären Frauenhasser, wohl noch nie was von Emanzipation gehört. Dabei sind Sie selbst ein ganz schlechter Spieler. Och, ich habe beim Training nicht einen einzigen Fehler gemacht. Aber Sie machen jetzt einen gewaltigen. Miss Rancusi, ich denke nur an das Wohl unseres Teams. Baseball ist ein ausgesprochener Männersport. Man benötigt einen scharfen Verstand, ein waches Auge, vor allem einen starken, muskulösen Körper. Ach so, und all das haben Sie vorzuweisen. Ich gebe zu, ich muss noch 1-2 Pfund abnehmen. Ich habe schon im College-Baseball gespielt. Unsere Mannschaft hat alle geschlagen. Auch gegen andere Colleges haben wir gespielt und immer gewonnen. Und ich war das Ass. Ich habe am ersten Lauf mal gespielt. Ich war Fänger und mittlerer Außenfeldspieler. Um mich haben Sie sich direkt gerissen. Entschuldigen Sie, mein Name ist Scott Nelson. Ich habe das eben mit angehört. Ist das richtig? Sie spielen Baseball? Ja, ein Ass. Alles hat sich um Sie gerissen. Eine Außenfeldspielerin. Und als Werferin bin ich spitze. Also ehrlich gesagt, ich bin ein Baseball-Narr. Sie haben mich jetzt ganz verrückt gemacht. Wo spielen Sie denn? Ich spiele nicht, leider. Er spielt. Naja, wissen Sie, wir haben eine Krankenhausmannschaft. Sie spielt Freitag gegen das Bay General. Sie können gerne kommen und zusehen. Oh, Freitag bin ich leider nicht hier. Dann kommen Sie doch und sehen Sie uns beim Training zu im Memorial Park jeden Nachmittag. Sie werden staunen, wie wir das Gras zusammentrampeln. Kommen Sie auch? Ja. Nein. Viel Glück. Scott Nelson, wer ist das? Vielleicht ist es ein Mann von der Presse oder vom Fernsehen oder jemand von der Profiliga auf Talentsuche. Unser Team scheint bereits gehandelt zu werden. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, das bist du, Gonzo. Wolltest du nicht einmal Spielführer von einer Baseballmannschaft sein? Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Und du Pilotin. Ja, wie Sky King. Das war einer meiner Träume. Ein anderer war Grace Kelly zu sein und in einem weißen Kleid einen Prinzen zu heiraten. Das habe ich nie jemandem erzählt. Wieso nicht? Weil ich damals so furchtbar dick war. Ich hatte Angst, dass mich meine Freunde auslachen. Ist ja auch egal. Weil du jetzt deinen Prinzen gefunden hast. Richtig. Es dauert allerdings noch ein bisschen. Scott ist im Bankgeschäft. Mhm. Gonzo, komm doch bitte zu unserer Trauung. Gut, ich werde kommen und mich vor Schmerz verzehren. Ellen, es freut mich, dass alles so gut für dich läuft. Wir haben auch sehr viele geholfen. Unter anderem Fadi Chalmers und seine Gymnastikgruppe. Hier, sieh dir das an. Das war ich vor 6 Monaten.
Vor 6 Monaten und 40 Pfund zu viel. Ich habe mich selbst gehasst. Das wird mir nie wieder passieren. Du hast doch die ganze Tortur hinter dir. Warum bist du denn so aufgebracht? Ich nehme eine Tonne ab und sofort passiert doch was. Ich bekomme einen Mann, werde befördert. Alles stimmt. Nur wegen der Abmagerungskur? Ach komm, Gonzo, wo lebst du denn? Ein Geschäftsmann kann ruhig wie ein japanischer Catcher aussehen, aber wer will schon eine Sekretärin, die einen immer an den eigenen Bauch erinnert? Ein fetter Mann sieht aus wie ein Sherman-Panzer, eine fette Frau wie eine Schlampe. Schlank zu sein ist gleichbedeutend mit schön. Erfolg, Intelligenz und schick. Als Frau hat man nur Erfolg und macht Karriere, wenn man schlank ist. Aber ich bin immer noch wie ein Elefant im Porzellanladen. Ellen, es ist ja gut. Nein, nichts ist gut, es ist dumm. Ich bin immer noch so tollpatschig wie damals mit 40 Pfund Übergewicht. Ich weiß gar nicht, wie Scott es mit so einer hysterischen Ziege wie mir aushält. Komm, leg dich wieder hin. Besser jetzt? Ja. Gut, bis später. Okay. Wo gehst du hin, falls wir dich brauchen? Zu den Ärzten, zum Abendessen. Dann pass gut auf, was sie dir vorsetzen. Diese Diätspezialisten haben nämlich keine Ahnung von gesunder Kost. Stanley, was haben Sie denn? Oh, alles in Ordnung, Pepper. Wo setzen Sie sich? Setzen Sie sich! Der Puls ist ziemlich schnell. Was haben Sie gemacht? Ach, ich habe mich ein bisschen bewegt für das Spiel. Für die Kondition, verstehen Sie? Wo waren Sie denn? Hier auf der Treppe. Ich bin hier raufgerannt. Stanley, wir sind im 2. Stock. Schach. Hinterhältig. Aber das wird Ihnen nicht viel nützen. Möchten Sie noch etwas Kaffee? Sehr gerne. Gail? Gail! Entschuldigung. Die treusorgende Hausfrau vernachlässigt den Gast. Ich würde sagen, ihr Mann vernachlässigt seinen König. Ich bin im Begriff, den großen Forscher zu besiegen, dem auf dem Gebiet der Diät der große Durchbruch gelungen ist. Schach und Matt. Unglaublich, das war geschummelt. Das ging doch nicht mit rechten Dingen zu. Natürlich nicht, sonst kann ich ja nicht gewinnen. Trapper, er hat einen entscheidenden Schritt nach vorn gemacht auf seinem Forschungsgebiet. Er hat ein tolles Buch geschrieben, sein Horizont erweitert. Er hat sogar einen Platz auf der Bestsellerliste ergattert. Bei den Sachbüchern. Ja, ich habe gehört, ein Diätbuch. Noch ein Spiel? Ja, bitte, einverstanden. Das ist kein ausgesprochenes Diätbuch, mehr ein Wegweiser für Leute, die ein Leben lang fettleibig waren. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ich befasse mich auch mit der Psyche der Menschen. Ich verändere ihr Leben, verbessere ihre Chancen, stärke vor allem ihr Selbstbewusstsein. Es handelt sich nicht um Forschung. Es ist kein wissenschaftliches Lehrbuch. Es geht um den Menschen, der sein ganzes Leben unter dem Makel gelitten hat, dick zu sein. Und Mäuse kommen auch genug rein. Es ist lukrativ, ja. Das gebe ich zu. Aber viel wichtiger ist die Befriedigung, jemanden zu sehen, der wieder eine Chance bekommt. Weil er wieder gut aussieht. Ich glaube eben, dass ein schlanker Mensch es leichter hat und glücklicher ist. Also nur schlank sein macht glücklich. Das habe ich bis jetzt noch nicht bemerkt. Merkwürdige Theorie, Trapper. Hm?
Ellen, was machen Sie da? Nichts, ich habe nur ein paar Vitamintabletten genommen. Ich dachte, dass wir die Tabletten hier ausgeben. Darf ich mal sehen? Warum? Glauben Sie mir etwa nicht? Es wird nicht gern gesehen, wenn die Patienten Medikamente nehmen ohne Erlaubnis des Arztes. Ich sage Ihnen doch, es sind nur Vitamine. Ich möchte Sie bitte sehen. Raus hier, verschwinden Sie, lassen Sie sich hier nicht mehr blicken! Ellen! Lass mich in Ruhe! Was ist passiert? Ich weiß, das Essen hier ist nicht besonders gut, aber das hat's auch nicht verdient. Ellen, was war denn? Diese Schwester da ist einfach hier reingekommen und hat mich erschreckt. Ich weiß, dass sie mich nicht leiden kann. Ach, das ist doch Unsinn. Sie hat nur ihre Arbeit getan und versucht, dir zu helfen. Komm, entspann dich und versuch ein bisschen zu schlafen. Nein. Ich verlasse das Krankenhaus. Ich will hier raus. Das ist keine gute Idee, Ellen. Wieso? Ich bin nicht krank. Ich will nicht länger hier bleiben. Ich gehe zu Scott. Du kümmerst dich ja nicht um mich. Ellen? Wenn du dich ein bisschen ausgeruht hast, können wir ja mal über deine Entscheidung reden. Bleibst du dann noch etwas bei mir, Gonzo? Ja. Ja, los, los, los! Wirf doch endlich! Sehr gut! Ja, ausgezeichnet! Du bist dran, Jim! Ewig Zeit! Also schon, ja, also. Los, Tempo, Leute, schneller! Passt auf, das ist ein prima Werfer! Gut, sehr gut gefangen. Jetzt bist du dran. Zeig mal, was du drauf hast. Schieß ihn ab wie eine Rakete. Na los, du mach schon. Auf was wartest du noch? Los, lauf! Ja, gut, Costello. Prima. Langsam läuft jetzt Hochform auf. Wenn wir weiter so spielen, gewinnen wir am Freitag. Großartig, Costello. Wenn du weiter so gut fängst, machst du doch Karriere bei den Profis. Costello konnte nicht kommen, er musste einen Blindarm operieren. Brancusi, Sie haben hier nichts zu suchen. War das nun ein guter Fang oder nicht? Das ist nichts für eine Frau, das ist ein Männersport. Wer von euch hat denn etwas dagegen, dass ich mitmache, hä? Keiner! Bleib hier! Bleib hier. Ja. Costello hat sowieso Muskelkater und war in den letzten Tagen nicht in Form. Also machen Sie mit, Brancusi. Danke, Meistertrainer, danke! Kann ich behilflich sein? Danke, das schaffe ich schon allein. Wenn alle Fänger so reizend aussehen wie Sie, sollten Sie keine Masken tragen. Ich dachte, Sie wollten nach Amsterdam. Ich fliege erst heute Abend. Ich nehme an, Ihr Baseballtraining ist für heute beendet. Ich würde Sie gern zu einem Drink einladen. Nein, danke. Vor dem Spiel nicht. Sie nimmt ihre eigenen Pillen. Als ich in ihr Zimmer kam, wollte sie gerade diese Pillen schlucken. Diuretika. Und wahrscheinlich auch Amphetamine. Das erklärt den Kaliummangel und die Rhythmusstörungen. Und ihr unkontrolliertes Verhalten. Und als sie allein war? Da lag sie ruhig im Bett. Gut, gehen wir mal zu ihr. Jackpot, ist Ellen wach? Sprechen Sie nicht mit vollem Mund. Sie ist fort. Was heißt, sie ist fort? Weg, gegangen, abgehauen. Und eins, und zwei, und eins, und zwei. Bauch einziehen, nicht nachlassen. Und eins, und zwei, und eins, und zwei, und eins, und... Frau De Kalmas, was kann ich für Sie tun? Ich bin Dr. Gates vom Memorial Krankenhaus. Ich habe ein paar Fragen über Ellen Michaels. Haben Sie einen Moment Zeit? Ja, natürlich. Eine Sekunde. Zur Seite beugen, meine Damen. Erst nach links. Sehr gut. Ausgezeichnet. Schießen Sie los. Ellen ist sehr krank. Sie hat auf eigene Verantwortung das Krankenhaus verlassen. Ich kann sie nicht finden. Wissen Sie, wo sie ist? Nein, aber wenn sie kommt, werde ich sie sofort anrufen. Okay, noch eine Frage. Ja, gleich. Nur eine Sekunde noch. Und jetzt, meine Damen, bitte nach rechts. Sie machen das ausgezeichnet. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ellen hat erwähnt, dass sie ihre Gewichtsabnahme Ihnen zu verdanken hat. Es soll aber noch jemanden geben. Wissen Sie, wer das ist? Ich weiß nur, dass Ellen bei einem Diätspezialisten in Behandlung war. Einem Fettdoktor. Ich meine natürlich einen Arzt gegen Fett, nicht einen fetten Arzt. Ja, und wissen Sie, wer das ist? Ja, natürlich. Der Mann ist spitze. Dr. Edson. Dr. Robert Edson.
Und jetzt kommen wir zur Bauchmuskulatur, meine Damen. Stanley, ich habe Sie überall gesucht. Gut, dafür kommen Schub. Wann ist die Milzoperation von Mr. McIntosh? Freitagmorgen. Ah, gut, das bedeutet, Jenkins ist frei. Falsch, Sie haben ihn für Murphy eingeteilt. Wieso für Murphy? Er macht doch die Bauchoperation. Nein, die haben wir auf Montag verschoben. Nein, Murphy springt doch für Landau ein. Wer ist Landau? Ein Orthopäde. Jetzt stehe ich ohne Halbspieler da. Wenn ich Frazier für ihn als Ersatz nehme, schwäche ich das ganze Außenfeld. Das geht nicht. Bay General hat einen Linkshänder am Schlag, der ist hochgefährlich. Stanley? Vielleicht setze ich Martin für Frazier ein. Stanley, warum essen Sie so viel Süßigkeiten? Süßigkeiten? Ja, ich dachte, Sie lieben Diät. Da sehen Sie, wie man sich irren kann, Schub. Das sind keine Süßigkeiten. Nein, das sind Appetitzügler. Je mehr ich davon esse, umso weniger Hunger habe ich. Wirklich? So nehme ich 10 Pfund pro Woche ab. Leicht. Stanley, davon hat jeder einzelne 30 Kalorien. Und Sie haben schon die halbe Schachtel gegessen. Ja, richtig, und ich habe keinen Hunger. Keinen plötzlichen Heißhunger. Kein Problem, nein. Ich habe nie gedacht, dass auf Diät leben so leicht ist. Ich bin stolz. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Ah, Dr. Gates, bitte, nehmen Sie Platz. Es freut mich sehr, Sie mal wiederzusehen. Dr. Edson, ich wollte Sie einiges über Ihre Kliniken fragen. Wie sind die organisiert? Oh, Sie werden von hervorragenden Spezialisten betreut. Ich arbeite lediglich das Programm zur Gewichtskontrolle für jede Klinik aus. Natürlich übe ich die Aufsicht über das gesamte Projekt aus. Wie viele Kliniken haben Sie? 7. Und eine in Mexiko. Und überall führen Sie die Aufsicht aus? Ja, das hält mich auch ziemlich auf Trab. Und mit was erreichen Sie die Gewichtsabnahme? Wir unterziehen unsere Patienten einer rigorosen Fastenkur, geben ihnen Eiweißpulver, Vitamine, Mineralien, Kalium. Harntreibende Mittel? Ja, das kann durchaus sein. Mhm. Warum fragen Sie? Interessiert Sie diese Arbeit? Eine fabelhafte Chance für einen jungen Arzt. Nein, nein, es interessiert mich eher eine Ihrer Patientinnen, Ellen Michaels. Michaels. Ja, Ellen Michaels natürlich. Bei ihr haben wir Wunder gewirkt. Sie hat sich unglaublich verändert. Haben Sie sie mal wieder gesehen? Nein, ziemlich lange nicht mehr. Ja, sie hat Probleme. Was heißt das? Ich verstehe nicht. Ich wollte Ihnen damit sagen, Dr. Edson, dass Ihr Programm etwas zu gut funktioniert. Ellen hat bei ihrer Kur 40 Pfund abgenommen und ist nur noch ein Nervenbündel. Ich bin nicht verantwortlich für Ihre persönlichen Probleme. Wieso nicht? Sie haben sie doch verursacht. Wäre sie besser betreut worden, hätte sie keinen Kaliummangel. Ich verschreibe immer Kalium. In Ellens Fall haben Sie aber nicht genug verschrieben. Wenn Sie sich mehr um Ihre Patientin gekümmert hätten, wüssten Sie, dass sie zu viel harntreibende Mittel genommen hat. Wollen Sie etwa behaupten, ich hätte sie vernachlässigt? Ja, das tue ich. Und wenn es Ellen noch schlechter geht, bezichtige ich Sie vielleicht des Mordes. Das sind harte Worte, mein Freund. Wenn Sie keine einwandfreien Beweise für Ihre Behauptungen haben, werden Sie sich eines Tages auf einer Anklagebank wiederfinden. Hallo, Dr. Gates. Ich habe ein ernstes Wörtchen mit dir zu reden. Bitte, ich höre. Gib mir mal den Schraubenschlüssel. Was ist los zwischen dir und Edson? Oh, ich denke, dass er mich nicht mehr lieb hat. Ja, ja, das schien mir auch so. Er hat sich furchtbar über dich beschwert. Er behauptet, du hättest ihm alles Mögliche vorgeworfen, sogar einen Mord. Fahrlässigkeit. Was? Liegt da irgendwo eine Zange? Hier. Danke. Er kümmert sich in Dreck um seine Patienten, Trevor. Er will nichts weiter als Geld machen. Er eröffnet eine Klinik nach der anderen und vernachlässigt die Patienten. Du weißt, das sind verdammt harte Anschuldigungen gegen einen Arzt. Pass auf, Trapper. An und für sich sind diese Diätkliniken ganz in Ordnung. Aber die Patienten verlieren zu schnell ihr Gewicht. Er gibt ihnen Diuretika. Du weißt, diese harntreibenden Mittel bedeuten starken Kaliumverlust. Er kommt nie selbst in die Klinik. Er überlässt das alles mehr oder weniger seinen Angestellten. Hast du Beweise? Ja, Ellen Michaels. Nur durch Edson ist es mit ihr so weit gekommen. Habt ihr sie schon gefunden? Nein, nur Edson haben wir ihren ausgeflippten Zustand zu verdanken. Aber das musst du erst mal beweisen, Gonzo. Dr. Edson hat dieselben Rechte wie jeder andere. Ellen auch. Sie hat für ärztliche Betreuung bezahlt und keine gekriegt. Die anderen Patienten auch nicht. Es überrascht mich, dass dann nicht noch mehr passiert ist. Wenn du dich bald mit besseren Fakten rausrückst, bist du bestimmt der Nächste, dem was passiert.
Bist du das nicht? Nein. Was machst du denn jetzt damit? Ich starre es an. Damit teste ich meine Willenskraft. Du hast dir zum Nachtisch einen tollen Kuchen geholt und siehst ihn dir voller Sehnsucht 3 Minuten an. Und dann wirfst du ihn weg und sagst, ich habe mich echt unter Kontrolle. $5 setze ich, Rippchen, dass du den Kuchen nicht wegwirfst. Ich bringe auch 5. So, okay, wirst es gleich sehen. Und der Kerl hat 11 Pfund Untergewicht. Geradezu widerlich. Ich würde alles geben, um diesem Frechdachs das mal heimzuzahlen. Sagen Sie, Rippchen, sind Sie technisch ein bisschen begabt? Nein, nicht sonderlich. Aber ich. Kommen Sie mit. Jetzt gehen wir zuerst mal in die Werkstatt. Aha. Wir brauchen einen Schraubenzieher, eine Zange und sonst noch ein paar Kleinigkeiten. Den Unterschied zwischen dick und dünn gibt es auch bei den Autos. Es gibt die Benzinverschwender und die sparsamen Modelle. Das ist genau wie bei den Menschen. Es gibt die sogenannten Vielesser, die ständig ihren Tank auffüllen, und die sparsamen Esser, die mit weniger auskommen, die nie das Gefühl haben, sie müssten unbedingt zur Tankstelle, weil auf ihrer Anzeige halb voll steht. In meinen Kliniken werden Sie sehr schnell lernen, wie Sie mit wesentlich weniger auskommen. Trotzdem fahren Sie mit Vollgas und führen ein gesundes und glücklicheres Leben. Mit der Hälfte an Kraftstoff. Neben den bereits erwähnten gesundheitlichen Faktoren wird Ihnen eine solche Kur auch ein völlig neues Selbstwertgefühl geben. Ich danke Ihnen und hoffe, Sie bald in einer meiner Kliniken begrüßen zu dürfen. Schön strecken und ganz weit ausholen. Mehr strecken, so lange, bis es wehtut. Und den Bauch rein. Strecken, strecken. Bauch rein, Mädchen. Guten Tag. Und noch weiter ausholen. So ist es schön, meine Damen. Und strecken. Genug für heute. Morgen um dieselbe Zeit treffen wir uns wieder hier in der Folterkammer. Ciao. 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 Ich hau mich jetzt hier. Gonzo, ich komme nicht mehr ins Krankenhaus zurück. Es geht mir gut. Lass mich in Ruhe. Ich brauche deine Hilfe nicht. Ich möchte auch nicht mit dir reden. Ich habe bereits einen Arzt, an den ich mich wenden kann. Der ist an dir aber nicht sonderlich interessiert. Was redest du da für einen Quatsch? Dr. Etzin ist der einzige Arzt, der mir geholfen hat. Deine Gesundheit zahlte einen ziemlich großen Preis für die Art Hilfe. Du kannst ja auch von mir keine Hilfe erwarten, wenn du mir nicht einmal die Wahrheit sagst. Ellen, würdest du mir bitte zuhören? Ach du meine Güte, ein Mann, was wollen Sie Keine hier? Panik, meine Damen, ich bin nur Arzt. Arzt, dass ich nicht lache? Das ist der älteste Trick der Welt. So eine Frechheit, was fällt ihm ein hier einfach an? Ellen, wir haben im EKG eine Unregelmäßigkeit festgestellt, eine Herzrhythmusstörung. Wir müssen feststellen, woher die kommt. Außerdem ist der Blutdruck viel zu niedrig und der Puls zu hoch. Und der Kaliumspiegel ist rapid gesunken. Das ist mir egal, das Krankenhaus sieht mich nie wieder. Ich fliege morgen nach Europa, treffe dort Scott und jetzt möchte ich dich bitten zu verschwinden. Ellen, bitte sieh doch mal in den Spiegel. Du bist fertig. Und das kommt vom Fasten und den Tabletten. Dabei behauptest du, dass du keine nimmst. Ich nehme auch keine Tabletten. Ich weiß, dass du sie nimmst. Du bist von ihnen abhängig. Sie werden dich umbringen. Ich will dir doch nur helfen. Helfen? Wie denn? Damit ich wieder dick werde und mich alle wieder auslachen. Glaubst du, ich hätte Scott kennengelernt, wenn ich nicht dünn geworden wäre? Ich sage dir, ich will nie wieder so dick werden wie früher, nie wieder. Es gibt noch andere Möglichkeiten abzunehmen, Ellen. Edsons Kur kann tödlich sein. Ja, wenn ich fett werde wie ein Nilpferd, das ist für mich tödlich. Meine Güte, wenn du mir schon helfen willst, dann hör zunächst mal auf, schon am Mittag deine Martinis zu kippen. Du hast mich doch gebeten, zu deinem Vortrag zu kommen, um den Leuten, die die Bücher kaufen, das glückliche Paar zu demonstrieren. Das hilft im Geschäft. Störe ich etwa das traute Bild? Manchmal überlege ich mir, wo ich dir mehr im Weg bin, als Ehefrau oder bei deinen gewinnbringenden Vorträgen. Fang jetzt nicht schon wieder an, es reicht mir. Ich verstehe dich nicht. Das Ganze ist doch verrückt. Du warst ja mal ein angesehener Arzt. Ich glaube, das bin ich immer noch. Nein, du bist ein Medizinmann, der seine Bücher mit Wunderdiäten feilbietet für teures Geld.
Ich weiß noch, wie stolz ich war, als du damals deine Vorlesungen über deine Arbeit auf dem Gebiet der Endokrinologie gehalten ja, hast. Ja, ich erinnere mich, vor einem Auditorium von 20 Leuten. Der Vortrag wurde dann kostenlos im medizinischen Jahrbuch abgedruckt. Ja, ich weiß, Robert, wie hart du für jeden Erfolg arbeiten musstest. Doch auf das alles würde ich sofort verzichten. Ach, was. Vergiss es. Das lässt sich ja nun nicht mehr ändern. Wo gehst du hin? Was habe ich für ein Glück. Ich bin mit einem Schlankheitsspezialisten verheiratet, der mir nicht hilft. Moment, Gail. Oh, guten Tag, meine Herrschaften, bitte. Nehmen Sie Platz. Da drüben liegen meine Bücher, die... Ja, Ellen? Was gibt's? Bitte haben Sie einen Moment Zeit. Ja, natürlich. Bitte setzen Sie sich dahin. Nach dem Vortrag können wir uns in Ruhe unterhalten. Bitte sofort. Verstehen Sie doch, ich habe niemanden, mit dem ich sonst reden könnte. Und das Ganze ist sehr dringend. Gut, ich möchte ja mit Ihnen reden, aber erst wenn der Vortrag vorüber ist, machen Sie es sich bequem, dann... Dieser Brief, den habe ich von Scott bekommen. Von meinem Verlobten. Wissen Sie, lesen Sie. Jetzt nicht, Ellen, bitte. Liebe Ellen, ich schreibe auf dem Flughafen, während ich auf die Maschine nach Amsterdam warte. Es ist der schwierigste Brief meines Lebens, weil ich weiß, dass ich dir damit wehtue. Das ist weder der geeignete Ort, noch habe ich jetzt Zeit. Er hat mich verlassen, Dr. Edson. Seine Worte sind zwar sehr lieb und nett, aber er will, dass ich aus seinem Leben verschwinde. Er behandelt mich so, wie mich alle behandelt haben, als ich noch dick und jetzt hässlich war. Jetzt hören Sie mal zu, Ellen. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe keine Zeit. Nach dem Vortrag können wir in Ruhe darüber reden. Das tut ihm nicht leid. Sie vertröst mich nur, so wie alle anderen. Im Grunde bin ich Ihnen doch völlig egal. Nein, das ist nicht wahr. Wir behalten Sie den Wisch. Sie sind genauso mies wie er. Michaels ist eben ins Krankenhaus eingeliefert worden. Tachykardie. Sie hat Glück gehabt, dass es kein Herzstillstand war. Wie ist der Zustand jetzt? Besser. Aber schuld an allem ist dein Freund Edson. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das nur auf sein Konto geht. Trapper, was muss denn noch alles passieren, damit du es endlich glaubst? Beweis es. Nenne mir einen Zeugen, der eine entsprechende Aussage macht. Schrecklich! Wie bitte? Das ist nicht nur schrecklich, das ist eine Schande. Wovon reden Sie denn eigentlich? Ich komme gerade aus der Klinik dieses ach so ehrenwerten Dr. Edson. Ich wollte sein Diätprogramm mal unter die Lupe nehmen. Rein beruflich, versteht sich. Und, Gewicht verloren? Nein, ich habe lediglich meine Illusion verloren. Das System dieses Mannes ist den Patienten gegenüber nicht zu verantworten. Ah, seien Sie vorsichtig, Stanley. Sie reden von einem angesehenen Arzt. Nein, nein, ich rede von Edson. Ich bekam ihn ja gar nicht zu Gesicht. Man verwies mich an einen Assistenten, der mir ein paar Fragen stellte und der mir dann eine Edson-Diät in die Hand drückte. Das ist für jeden die gleiche Diät. Ein bisschen Eiweißpulver, Vitamine, Mineralien, Diuretika und eine Wochenration Kaliumtabletten. Hat er über mögliche Nebenwirkungen gesprochen? Sie sind gut, Gott so. Der hat weder meinen Blutdruck noch mein Herz untersucht. Der Kerl hielt es noch nicht mal für nötig, mir einen Termin zu geben, wann ich wiederkommen soll. Ich sage ihm, Trepper, dieser Edson ist höchst gefährlich. Man müsste ihm sofort das Handwerk legen, bevor er jemanden umbringt. Jetzt bist du dran. Eine Diätassistentin auf Station 4 West. Eine Diätassistentin auf Station 4 West. Fällt er drauf rein? Vertrauen Sie mir. Na, was sagt die Waage, Jackpot? Merkwürdig, danach hätte ich 7 Pfund zugenommen. Naja, wenn man in ein gewisses Alter kommt, muss man damit rechnen. Aber doch nicht von gestern auf heute. Tja, wissen Sie, Jackpot, man wird leider schneller älter, als einem recht ist. Mm-mm. Ich wette, die Waage geht falsch. Möglich, versuchen Sie es doch auf einer anderen. Ja, habe ich schon. Auch 7 Pfund. Oh, sind die gut. Ja. Ihr solltet aber besser keine Erdnüsse essen. Warum nicht? Ich habe 4 Pfund abgenommen. Aber müsst ihr sie denn unbedingt vor meinen Augen essen? Wenn ich zusehe, wie ihr beide in euch hineinmampft, ist es doch kein Wunder, dass ich zunehme. Ha 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 ha
Ich kann nicht jeden einzelnen Patienten persönlich betreuen. Ich habe 8 Kliniken. Ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Dann sollten Sie von diesen 8 7 schließen. Das kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein. Diese Kliniken dienen dem Allgemeinwohl. Die Patienten kommen von überall her. Verzweifelte, zutiefst deprimierte Menschen. Die meisten von ihnen suchen eine neue Identität. Sie wollen ihr Selbstbewusstsein wiedererlangen. Und ich gebe ihnen das Gefühl eines neuen Lebens. Gut, Sie verlieren bei ihnen ihre Pfunde, aber die Zeit dafür ist viel zu kurz. Sie widmen sich ihnen nicht persönlich. Sie bekommen ein medizinisch fundiertes Programm zur Gewichtsabnahme. Ja, aber um ihr Gewicht zu halten, werden sie von ihrem Fastenprogramm und Tabletten abhängig. Und da fangen die Probleme an, mein Lieber. Ich kann doch nicht für den Rest ihres Lebens den Polizisten... Sie brauchen nur ihre Lebensgewohnheiten zu ändern. Vor allem Körpertraining. Und es gibt bestimmt weitere Möglichkeiten, wie Sie ohne Ihr Fastenprogramm und Tabletten auskommen. Das geht über meine Verantwortung hinaus. Sind Sie nicht für Ellen Michaels verantwortlich? Was hat denn Ellen damit zu tun? Sie ist doch Ihre Patientin, oder? Ja, natürlich ist sie das. Sie hat in 4 Monaten 40 Pfund abgenommen. Einer meiner schönsten Erfolge. Ihr schönster Erfolg ist heute Nachmittag ohnmächtig auf der Straße aufgelesen worden. Von wem sprechen Sie? Ellen liegt zurzeit bei uns im Krankenhaus und kämpft um ihr Leben. Und Sie sind dafür verantwortlich. Meine Pillen! Gonzo, gib sie mir! Tut mir leid, Ellen, du kriegst keine mehr. Du hast sie mir gestohlen, nicht? Nein. Los, gib sie mir! Ellen, hör jetzt auf und beruhige dich. Gonzo, wir waren immer Freunde und haben uns als Kinder schon gut verstanden. Bitte, gib mir meine Tabletten. Wenn du welche kaufen musst, ich bezahle dir dafür das Doppelte, ja? Das klingt verlockend, aber da muss ich erstmal die Mafia fragen. Mach dich jetzt nicht über mich lustig. Okay, wir schließen ein Abkommen. Ich mach mich nicht über dich lustig und du kriegst keine Pillen. Fass mich nicht an! Geh weg! Lass mich in Ruhe! Ellen. Nein! Nein! Ellen! Lass mich los! Geh weg! Beruhige dich! Verschwinde! Ich will raus! Ich will raus! Lass mich los! Ey. Nur an, wie du aussiehst. Nein. Los, sieh dich an. Nein. 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 Mein Gott. Ellen, es tut mir so leid. Es tut mir leid. Station 4, Mrs. Schub. Hallo Schub, hier Stanley. Hallo Stanley, wie läuft das Spiel? Oh, nicht besonders. Wir verlieren 12-0. Jetzt steht's 13-0. Jetzt steht's 14-0. Aber es besteht noch Hoffnung, wir waren noch gar nicht am Schlag. Hören Sie, Schub, ich brauche Hilfe. Irgendwas für die Moral der Mannschaft. Sie wissen schon, was ich meine. Das geht doch jetzt nicht, Stanley. Ich bin im Dienst. Vielleicht haben Sie irgendeinen Anfeuerungsruf auf Lager. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich flehe Sie an, Ernie. Sie sind meine letzte Rettung. Stanley, bitte nicht die Nerven verlieren. Der ist völlig wahnsinnig. Spiele stark, sei wie ein Tiger. Spiele stark und du bist der Sieger. Wer ist das schnellste Team im Land? Wer hat die besten Werfer gleich zur Hand? Ob Schwestern, Ärzte, Assistenten, Pfleger, gefürchtet ist ein jeder. Wir werden siegen ohne Frage. Dann geht's zurück am Bett und trage Sieg, San Francisco Memorial Sieg! Ich glaube, sie wird wieder gesund. Heute Morgen geht sie schon besser. Gut. Dr. Gates, ich gratuliere Ihnen zu der Behandlung. Ich glaube, es war ein schwieriger Fall und vor allem ein äußerst schwieriger Patient. Ellen ist gar nicht so schwierig. Ich spreche von mir. Ihre Behandlung war schmerzhaft, aber erfolgreich. Danke für die Hilfe. Hallo. Schön, dass dir wieder gut geht. Dann sieh mich mal an. Es tut mir leid, dass ich dir so viel Ärger gemacht habe.
Ach was, du hast doch längst vergessen. Ja gut, ich dachte immer, dünn sein wäre alles. Gesund sein ist alles. Außerdem bist du ja dünn. Wenn du mich fragst, sogar zu dünn. Das sagst du mir erst jetzt? Habt ihr gewonnen, Gloria? Verloren. 37-1. Eins? Ein Home Run. Wer hat den geschafft? Ich, Herr Doktor. Armer Stanley, wo steckt er? Er gibt die furchtbare Kunde seinem Vater durch. Okay. Na, wie hat Ihr Vater die Niederlage verkraftet? Stellen Sie sich vor, mein Daddy hatte eine 500-Dollar-Wette laufen. Oh je, da ist er sicher sehr sauer. Nein, er hatte auf die andere Mannschaft gesetzt.